Skiwürfelphilosophen. Rollenspieler sprechen über Religion, Gesellschaft und Philosophie. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Folge unseres Podcasts, die Würfelphilosophen. Wir sind heute nur zu dritt hier. Das könnt ihr nicht sehen, aber ihr könnt uns gleich hören, denn wir senden jetzt schon mal vorsorglich ganz viele Grüße hinaus an den Zeitiger, der ist nämlich im Urlaub. Schöne Grüße, Zeitiger. Das heißt, im Umkehrschluss müsst ihr heute mit dem Esel, nämlich mit dem Koali, vorlieb nehmen, und weil er sich immer selbst zuerst nennt, und mit dem Alex. Ja, hi zusammen, ich bin auch wieder mit dabei. Und mit dem Jonathan. Hallo, guten Abend. So, und da wir beim letzten Mal ja so ein tief religiöses Thema hatten, haben wir uns gedacht, wir erweitern das Ganze mal, weil wir sind ja immer noch ein neuer Podcast und stellen mal so die Bandbreite ein bisschen auf, mit der wir uns beschäftigen wollen. Denn wir wollen ja nicht nur über Religion oder so sprechen, wir möchten ja auch über gesellschaftliche Phänomene oder sowas in der Art sprechen. Und heute soll es darum gehen, wir haben ein Problem, schon mal die Definition davon zu finden oder ein alles auf ein Wort zu reduzieren. Und ich habe in unserer Themensuche es genannt, die Entwicklung der Gesellschaft weg vom Solidarprinzip hin zum egozentrischen hin. Ja, genau. Ein querer Satz, aber ich schreibe das meistens ein bisschen. Tja, was meine ich damit? Es ist eine ganz subjektive Wahrnehmung, die ich immer schon seit einiger Zeit irgendwie so habe. Wenn ich mich mit Leuten unterhalte oder wenn ich bestimmte News lese oder mit Blogs lese oder auf Twitter ein bisschen rum mich tummle, dass mir auffällt, dass immer mehr Menschen das Ego vorziehen gegenüber dem Prinzip Solidargemeinschaft, also dem etwas tun für andere. Und das ist ja jetzt auch nichts Schlimmes, das kann man ja auch mal irgendwie so machen, hin und wieder mal, kommt ja auf die Sache drauf an. Wir wollen ja hiermit auch keinen irgendwie an den Pranger stellen und irgendwie sagen, du böse, böse, böse oder so. Wollen vielleicht ein paar Denkanstöße geben. Mal gucken, wo es uns gleich hinbringt. Aber ich nehme nicht nur wahr, dass es so ist, sondern dass viele Menschen da draußen auch gar keine Vorstellung mehr davon haben, was es bedeutet, etwas für andere Menschen zu machen. Oder erstens kein Interesse daran haben und zweitens auch gar kein Gefühl mehr dafür entwickeln haben, was das bedeuten könnte. Zumindest, also mein Gefühl ist es, dass sie kein Gefühl dafür haben. Also ganz schwammig. Und ich wollte mich mal mit euch darüber unterhalten, mit Alex und mit Jonathan irgendwie, weil ihr kommt aus zwei verschiedenen Welten da draußen in unserer Gesellschaft. Der eine aus der religiösen Welt, der andere aus der Klimaaktivistenwelt. Und ich denke, das könnte, also so solidarisches Prinzip könnte in beiden Welten durchaus eine sehr, sehr übergeordnete Rolle spielen. Und bin mal gespannt, ob ihr meine Beobachtung überhaupt teilen könnt, dass das irgendwie so ist. Also wenn ich da direkt mal einsteigen darf, fange ich mal mit den Gefühlen an, die ich auch so wahrnehme. Jetzt im Bereich, wie nehme ich die Gesellschaft wahr, wie wird da Gemeinschaft gelebt oder auch nicht gelebt. Und ich glaube, also ich nehme das ähnlich wahr wie du, Koali, dass da viel auf das eigene Individuum geschaut wird und man wenig geben möchte, ohne was dafür zu bekommen. Ja, das ist ja auch so ein Aspekt davon. Plus das, was man gegeben bekommt von der Gesellschaft, weil sonst ist es ja keine Gesellschaft, sonst bist du ja alleine, wird als selbstverständlich erachtet, nicht wertgeschätzt, gar nicht wahrgenommen. Ja, das haben wir ja gemerkt während der Pandemie, was denn jetzt wirklich die systemkritischen Berufsgruppen waren.
waren ja viele auch überrascht auf einmal, dass das Teile der Gesellschaft sind, die für einen mitarbeiten. Und jetzt musste man auf einmal mitklatschen und war dem gegenüber schon irgendwie kritisch eingestellt in manchen Bubbles. Und dann kommt ja also mein Blick ist nicht nur Klimaaktivismus und auch solidarisch sein gegenüber zukünftigen Generationen, sondern ich komme ja auch noch, also aus der DDR, auch wenn ich die bloß 3 Jahre mitgemacht habe, aber da wurde Solidarität ja auch von meinen Eltern und auch im Dorfkontext nochmal anders gelebt als das, was ich dann auch vielfältig im Westen mitbekommen habe oder auch gehört habe und die Differenzen davon. Also das ist auch noch so ein Blickwinkel, den ich mit einbringen möchte. Ist ein guter Punkt, den du gerade gemacht hast. Da fällt mir sofort auch irgendwie so, wenn man ein bisschen aktueller bleibt, jetzt irgendwie so die Politik der letzten Wochen ein. Aus der FDP kommen immer wieder diese Worte von Gratismentalität, wenn es darum geht, etwas zu beschreiben, was die solidare Gemeinschaft einer allgemeinen Gruppe zugutekommen lässt, ne? Ist die Frage, ob das abwertend ist, ein solidarisches Geben an jemanden. Mit solchen abwertenden Begriffen irgendwie zu fabrizieren, ob das irgendwie sinnvoll ist und für die Aufrechterhaltung eines solchen Prinzips. Denn ich glaube, Deutschland stellt sich eigentlich schon vor, dass es ein solidarischer Staat, also ein solidargemeinschaftlicher Staat sein möchte. Also zumindest habe ich den Eindruck, dass es so sein soll, auch wenn es in Wirklichkeit wahrscheinlich hier und da so seine Probleme damit gibt. Aber das hat wahrscheinlich auch jeder andere Staat. Ja, Jonathan hat aber bestimmt auch noch einen Einblick, was seine Ahnung ist. Ja, natürlich. Also zwei Dinge fallen mir dazu vor allem ein. Ich glaube, es sind zwei. Also das Erste ist, ich erlebe doch häufig, dass Leute sich einerseits beschweren und andererseits erlebe ich ja mit Ehrenamtlichen in Gemeinden und mit KollegInnen Leute, die teilweise über Jahrzehnte solidarisch für andere einen Dienst tun. Und also man spricht immer vom Ehrenamt, also Dinge wie Kirchenvorsteher sein oder irgendwie in einer Partei sein oder so. Aber das ist ja ganz häufig, dass man dann Ärger kriegt für Dinge, für die man überhaupt nichts kann. Also mein praktischer Theologieprofessor, der sagte immer, es lassen sich Peaks in evangelischen Kirchenaustrittszahlen nachweisen, wenn der Papst irgendwas Doofes gesagt hat. Was ja was der Papst sagt, was der Bischof von Rom sagt, ist mir als Protestant ehrlich egal, weil ich lebe ja nicht in Rom. Aber vor Ort kriegt man es eben doch ab, weil da sozusagen man über einen Kamm geschert wird. Und dass es Leute gibt, die das trotzdem die ganze Zeit machen, finde ich total, total obergut. Und das Zweite ist, dass ja das christliche Prinzip eigentlich Solidarität ist. Nämlich Solidarität da, wo wir mit den Leuten, die es betrifft, gar nicht mehr solidarisch sein können. Nämlich Solidarität im Tod. Also, das klingt jetzt relativ abgespaced, wenn ich das sage. Ein bisschen makaber auch. Ja, aber also wir glauben doch an Jesus, der gestorben ist und auferstanden ist und den Tod dadurch, dem Tod die Macht genommen hat, so sagt man das bei uns. Und das heißt ja was. Das heißt nämlich, dass man im Tod nicht mehr allein ist, weil Gott ist da. Und also wir können ganz, ganz viel machen, aber mit dem Tod der anderen können wir höchstens leben lernen. Wir können die da nicht mehr begleiten als Menschen, die Toten. Das kann nur Gott. Und deswegen ist Solidarität für mich das christliche Prinzip überhaupt. Und wenn sich das, letzter Gedanke, wenn sich das auch noch im Handeln von Gemeinden oder im Handeln einzelner Christen auswirkt, finde ich es natürlich geil. Umso trauriger finde ich es, wenn man dann in den Nachrichten hört, dass das Gegenteil gelebt wird. Da hast du jetzt was total Faszinierendes gesagt, Jonathan. Nämlich die Solidarität den Toten gegenüber, ne, den Ahnen, denen
denen, die vor uns kamen. Während ich ja als Klimaaktivist eher solidarisch gegenüber der Zukunft bin. Und ich glaube, das war jetzt so eine kleine Offenbarung bei mir, dass das vielleicht auch einer der Punkte ist, wo das Selbstverständnis oder das Verständnis für die eigenen Handlungen und das eigene Tun sich dann auch da wiederfindet. Ich habe nämlich mal so ein Zitat gelesen, auch so ein schöner Tweet, man kann ja bei Twitter alles lesen, darüber, dass einem alten CDUler gesagt wurde, ja, warum machst du nichts für die Kinder, damit das Klima nicht schlimmer wird, damit die eine Zukunft haben? Ja, die sollen doch ihre eigenen Probleme lösen, war dann das Kommentar. Und wenn ich mir halt eher einen Fokus auf Solidarität, auf Vergangenheit oder auf mich, aber nicht auf die Zukunft lege, nicht mit Absicht, ne? Das ist einfach nur vermutlich vielleicht einfach so eine Werte-Geschichte, die entstanden ist. Aber du kannst auch gerne, gönn dir. Ich will mich jetzt hier gar nicht irgendwie ich stolper bloß über die eigenen kleinen Fettnäpfchen, die ich mir hier lege gerade. So will ich das nicht sagen, aber ich meine jetzt explizit nicht nur die sozusagen, die mir lieb waren oder so. Da ist eine Ebene, wo es mich existenziell berührt, wenn die Oma stirbt oder noch irgendjemand, der mir generationsmäßig näher ist. Aber es geht eigentlich, also geht es über die Solidarität mit den Gestorbenen oder den vom Tod Betroffenen hinaus. So ist die Formulierung schon etwas offener. Es geht um die Solidarität im Leiden. Und da würde zähle mich ja auch zu denen, die versuchen, klimabewusst zu leben, sich zu ernähren und so weiter. Da würde ich eben sagen, das ist christliche, ja, eigentlich selbstverpflichtend. Also das ergibt sich für mich aus meinem Christsein, dass ich etwas tue, damit die Welt für alle lebenswert bleibt. Das ist also meine Solidarität auch gegenüber den Lebenden speist sich aus dem Christentum. Deswegen sind bei mir da gerade so die Zuckungen angegangen. Ihr könnt das ja nicht sehen, aber in der Tat habe ich gedacht, Moment, da will ich was zu sagen. Jetzt sind wir auch schon wieder in einer religiösen Debatte angekommen, obwohl wir uns. Ich würde das ganz gerne noch mal weiterverfolgen, also Alex. Ja, ich wollte das auch gar nicht irgendwie so als Kritik oder so auffassen, weil das ist nämlich auch noch so ein Moment, den ich aus der christlichen Gemeinschaft auch schon ganz häufig erlebt habe, dieses selbstlose Füreinander-Dasein und auch dieses direkt Solidarität anbieten, uneigennützig, ohne Hintergedanken, ohne erstmal abzuklopfen, lohnt sich das oder? Das wird direkt angeboten, weil wir, oder das ist zumindest so mein Eindruck, den könnt ihr gerne bestätigen oder auch negieren, weil wir ja eben diese Verbundenheit, wie du es genannt hast, im Leid haben oder weil wir ja doch einfach auch alle Menschen sind, weil wir alle in einer Gemeinschaft leben und das als gemeinsame Basis schon völlig ausreichend sein sollte, um füreinander da zu sein. Klar haben das die ein oder anderen mal auch als Abgrenzung dann genutzt. Aber ich glaube, da sind wir uns auf jeden Fall hier einig, dass Menschsein ausreichend ist, um füreinander da zu sein, um füreinander zu sorgen. Ob das jetzt mit Klimabewusstsein einhergeht oder mit der Nähe zu Verstorbenen oder nicht, ist ja erstmal, das kommt dann danach, würde ich sagen. Du hast gesagt, dass das Menschsein betrifft. Ich habe letztens auch auf Twitter was Tolles gelesen. Nämlich, das ist eine Anekdote, da fragte eine Professorin, wann beginnt für Sie, liebe Studierende, die Zivilisation? Studierenden haben gesagt, beim Kochen, beim aufrechten Gang, bei der Sprache und so weiter. Und sie zeigte ein Bild von einem Menschenaffen. Affenmenschen, Frühmenschen mit einem ausgeheilten Oberschenkelhalsbruch. Sie sagte, da beginnt die Zivilisation, wo die Menschen zusammen diesen einen Menschen oder dieses eine Wesen so lange mitschleppen, bis das wieder heile ist.
Weil für ein Tier ist eine Beinverletzung ähnlicher Art das Todesurteil. Wenn ein Pferd sich den Oberschenkel halt gebrochen hat oder das Bein, dann wurde es noch vom Cowboy erschossen. Heute immer noch, ne, beim Springreiten. Ja, so ist es. Also, wo beginnt Zivilisation? Da, wo man aufeinander aufpasst. Ja, ich würde das Ganze mal ein bisschen wegführen von von dieser religiösen Einordnung und dem Hin und Her, wo man da so ein leicht schwammiges Gefühl davon hat, wo Solidarität in einem selbst begegnet und wo nicht. Das sind ja zwei Extreme, die gegenüberstehen, sind ja Solidarität und Egozentrik. Würdet ihr das unterschreiben? Ich würde gar nicht sagen, dass die gegenüberstehen. Die sind immer beide dabei. Also ich habe das selber von mir erlebt. Ich habe sehr, sehr lange ungünstigerweise mich und meine eigenen Bedürfnisse nicht bedacht. Und dann habe ich immer nur die anderen und deren Bedürfnisse in den Vordergrund gestellt. Und das ist ungesund. Ja, wenn man das zu viel, zu lange macht, ist das nicht gut. Eine Balance aus beidem zu finden, ist so der Trick. Und auch eine Balance immer wieder neu zu finden, je nachdem, in welcher Gruppe man unterwegs ist. Ob es jetzt die Arbeitsumgebung ist, oder auch einfach Schlange stehen im Supermarkt. Dann muss ich auch gucken, bin ich jetzt Teil der Gesellschaft und reihe mich da an oder versuche ich zu überholen und flaumen die Leute dann an, die sich beschweren. Ja, nur weil mir meine Zeit wichtiger erscheint. Es ist da noch ein kleiner Unterschied zwischen Egoismus, oder Bedürfnisse des Egos und Egozentrik. Ja, also das Egozentrik würde für mich bedeuten, dass ich nur mich in den Vordergrund stelle. Ja, also Zentrum, ne, ich bin im Zentrum, alles andere ist darum aufgebaut. So. Während beim Solidarprinzip es nicht darauf ankommt, wo ich stehe. Ich muss nicht in der Mitte stehen, ich kann auch am Rand stehen, aber ich bin innerhalb einer Gruppe. Die Gruppe ist halt das Zentrum. So würde ich das jetzt mal definieren wollen oder davon ausgehen wollen. Und ja, ich stimme dir dazu, da gibt's das Ego kann man ja nicht wegmachen. Also niemand von uns wird sich, glaube ich, freisprechen davon, dass wir alle für uns selber halt auch immer irgendwie was benötigen oder haben möchten oder so. Und es gehört auch zur Natur des Menschen, glaube ich, mit dazu, dass wir egoistisch in bestimmten Bereichen sind. Die Frage ist halt, wann können wir das aufbrechen und wann nicht? Ich finde auch, also wenn du jetzt so sagst, dass das Ego als Zentrum gilt für das eigene Tun, unabhängig der Bedürfnisse der Menschen um einen drumherum. Ich finde, ganz häufig bemerke ich dann zumindest, das ist ja schon die FDP, als Paradebeispiel der aktuellen politischen Situation angesprochen, es wird dann auch schnell nach einer Bestätigung der kognitiven Dissonanz sucht. Also, dass das Selbstbild irgendwie gerechtfertigt wird durch zum Beispiel, ja, wir machen halt Steuererleichterungen für die Reichen. Damit ist ja dann allen geholfen, auch wenn das ja völlig widersprüchlich der Tatsachen steht. Das hat ja auch schon der US-Präsident gesagt, dass dieser Trickle-Down-Effekt nicht funktioniert. Und wenn das der US-Präsident sagt, ist das schon mal ein Statement. Und eins, das der Lindner halt ignoriert, aber naja, gut halt. Wir müssen es ja jetzt nicht in den Lindner-Bashing ergeben. Er glaubt ja auch offiziell nicht an den Trickle-Down-Effekt, aber Hat er das gesagt? ja, hat er gesagt, ja. Ja, okay. Aber ne, ganz häufig, zumindest bei der FDP, sehe ich das ja auch, wird sich eben doch irgendwie die Wirtschaft berufen, die dann schon dafür sorgt, dass auch die Gesellschaft mitgedacht wird. Steuern finde ich aber auch ein gutes Beispiel für die ganze Sache. Auch da. Ich finde nämlich, Steuern sind ein so ein gesellschaftlicher Punkt, der hinter einem Begriff versteckte Solidarität ist. Weil Steuern sind eine Abgabe, die jeder an der Gesellschaft, also in unserer Gruppe, in der wir uns bewegen,
abgibt, damit die gesamte Gruppe davon profitiert. Und ich habe so das Gefühl, in letzter Zeit, gerade in letzter Zeit, ist es immer so, also bei bestimmten Klientelgruppen ist es ja vermehrt dazu, überhaupt, wenn du Steuern zahlst, bist du bescheuert. Ne? die mal jetzt außen vor. Aber generell gilt irgendwie, dass es als Verlust für mich empfunden wird, anstatt als Bereicherung für die Gesellschaft, in der ich lebe. Oder? Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass es dieses geflügelte Wort von Steuern sind Raub ist mir öfter begegnet. Und das ist also so ein Unsinn in meinen Augen, Ohren und in meinem Herzen und in meinem Geist. Also da denke ich mir, wie kann man denn so verkommen sein, jeden Tag irgendwie auf einer wahrscheinlich mittelmäßig sanierten Straße rumzufahren, kostenfrei irgendwo zu parken, sein Kind zur Schule zu schicken, ohne dafür Geld zu bezahlen und dann sagen, Steuern sind Raub. Also da fällt mir eigentlich nichts mehr zu ein, zu derlei Maxime und solchem Unsinn, den Leute von sich geben. Von daher, also ich freue mich auch mal, wenn ich was wiederbekomme, aber Steuern an sich finde ich ein gutes Prinzip. Das ist genau das, was ich vorhin auch mit angerissen habe, eben dieser Aspekt, dass vieles als völlig selbstverständlich angesehen wird, dass Schulen, Bildung, die staatlichen Organe, ob das ganze Trinkwasserinfrastruktur, ja, das nehmen wir als so selbstverständlich wahr, aber was da für ein Aufwand dahinter steckt, auch einfach finanziell. Und wenn dann gesagt wird, Steuern sind Raub, obwohl ja dem Staat, der ja auch irgendwie bei manchen ein Feindbild darstellt, obwohl das ja aus den Menschen, die einen umgeben und auch einem selbst gewachsenes Konstrukt ist, an dem man selbst auch jedes Mal wieder teilhat, entweder durch Wahlen oder auch durch das Engagement, das politische oder in Vereinen. Man kann ja so viel Teilhaber am Staat haben, aktiv. Und dann gibt es eben die passive Teilhabe durch die Steuern. Ich glaube, ein großer Aspekt dabei ist, dass viele Leute, den Kontrollverlust empfinden. Ne? Also Steuern ist ja eine Abgabe. Und wenn ich die abgebe, verliere ich die Kontrolle darüber, was mit dem Geld passiert. Und dann sehe ich vielleicht irgendwo, gibt ja genug Sendungen auch im Fernsehen oder so, die sich mit sowas befassen, wie die da oben, in Anführungsstrichen, ja, mit meinem Geld, was ich ihnen gegeben habe, was ich vielleicht gerne für Schulen oder für keine Ahnung, sanierte Straßen oder sowas ausgegeben hätte, wenn ich die Wahl hätte, als Ego, ne? Aber die machen das halt nicht, die da oben, die machen wir, die stecken die das Geld in die Rüstung oder keine Ahnung, irgendwo anders hin, ja. Und ich verliere halt meine Ego, also meine eigene Kontrolle, meine Macht über das Geld. So, und deswegen ist es wahrscheinlich als Raub, wird es als Raub empfunden. Und hat einfach wieder so ein Ego-Perspektive, finde ich. Ich würde da sogar noch hinzufügen, dass es auch Vertrauen ist, dass es dann mangelt. Weil wenn ich nicht Vertrauen habe in die Organisation durch viele Shows, die das dann eben auch öffentlich wirksam zeigen, was mit dem Geld passiert. Und teilweise wird damit ja auch Murks gemacht. Aber das ist, glaube ich, hoffe ich, ist auch mein Vertrauen noch, dass das ein kleiner Anteil ist. Und auf der anderen Seite, ein anderer Aspekt, den ich jetzt nochmal kurz ansprechen wollte, ist ja, dass es auch eine gesellschaftliche Entwicklung gibt. Und die hatten wir jetzt ja auch nur hin zum egozentrischen. Jeder wird irgendwie ein bisschen mehr auf sich bedacht. Und ich habe letztens auch einen Tweet, wir sind alle viel zu viel auf Twitter, habe ich das Gefühl, gesehen, über, ich glaube, es war Australien, die bei der Steuererklärung dann angeben, wo die Gelder denn wirklich hinfließen, die man jetzt bezahlt hat. In welche Bereiche von der Verwaltung, in welche Bereiche von der Bildung, was wie viel abbekommt. Und dann hat man nochmal auch eine Rückmeldung, die mehr und mehr auch verlangt wird. Ja.
Gutes Prinzip eigentlich, ne? Ich meine, Jonathan hat ja auch als Pastor ja auch mit einer Art, also Steuer ja zu tun, die sich ganz viele Leute auch ganz gerne sparen, nämlich die Kirchensteuer. Und da sagen ja die Leute auch immer, warum soll ich Kirchensteuer bezahlen, wenn ich mit dem Verein nichts zu tun habe? Ne? Ich gehe am Sonntag nicht in die Kirche, was soll das Ganze? Es gibt in Italien, glaube ich, gibt es ja ein Prinzip, wo man diese Abgabe, die bei uns Kirchensteuer heißt, irgendwie, wo das ein Zwang ist, die jeder zahlen muss, aber jeder sich aussuchen kann, welche für die Gemeinschaft positive Gruppierung diese Gelder erhält. Also kannst du auch sagen, meine Kirchensteuer geht ans Rote Kreuz oder ne, an SOS Kinderdorf oder so. Ne? Und meint ihr, das ist ja auch so ein ähnliches Prinzip, wie Alex gerade sagte, dass man irgendwie weiß, wo das Ganze hingeht und sich aussuchen kann, so ein bisschen was man mit dem Geld macht, wo dieser Machtverlust irgendwie minimiert wird? Jetzt, dass es dem Kirchensteuer schon angesprochen hast. Das ist ja auch bei uns, also bei uns heißt in den Kirchen und in der Pfarrerinnenschaft sehr in Diskussion. Aber es ist eben genau das, es ist ein Solidarprinzip. Es sorgt nämlich dafür, das ist ja ein in Deutschland einzigartiges System geschaffen. In einer Zeit, wo 99% der Menschen der Kirche angehörten, wo es in jedem Dorf noch einen Pastor gab oder einen Pfarrer, je nachdem, wo man sich befand, und wo irgendwie festgelegt werden musste, wie die jetzt versorgt werden. Das ist also ein System aus einer Mehrheitsgesellschaft, wo es quasi deckungsgleich war, ob staatliche oder kirchliche Gesellschaft. Eigentlich halte ich das für ganz gut, weil das dafür sorgt, dass die kleine Landgemeinde, die vielleicht so bei so einem Bruchteil Steuern selber erwirtschaftet, weil es da nur viele, nicht viele reiche Leute gibt, die viele Steuern zahlen, die haben auf einen nach bestimmten Quotienten errechneten Anteil eines Menschen, der da Pfarrdienst tut, ein Anrecht. Genauso wie die Stadtgemeinde, die ganz, ganz viel bezahlt. Steuern erwirtschaftet. Es gibt in unserer Landeskirche, das ist, also ich bin Pastor in der Hannoverschen Landeskirche, die sich aus weiten Teilen Niedersachsens zusammensetzt, nämlich also quasi Niedersachsen minus Braunschweig und ein bisschen Gebiet drumherum, minus das Oldenburger Land und Schaumburg-Lippe. Also im Großen, sagen wir mal, vielleicht den Landkreis Schaumburg, so ungefähr. Und es gibt, also entweder die Gemeinden haben viel Einnahmen durch Landpacht oder durch Kirchensteuern. Und das gleicht sich immer aus, so ungefähr. Und es gibt einen Kirchenkreis südlich von Hamburg, der sozusagen nicht sich ausgleicht, sondern bei beidem mehr abgibt, als er erwirtschaftet. Die einen bekommen immer sozusagen was dazu in dem einen Bereich, was dazu in dem anderen Bereich. Es ist also ein sich selbst ausgleichendes, solidarisches System. Ich finde das eigentlich gut. Ich weiß aber, dass das in Deutschland, in der Welt tatsächlich eine einmalige Gelegenheit ist. Und ich glaube auch nicht mehr, dass es sich also so lange hält, wie ich noch lebe. Glaube ich nicht dran. Ich bin von Natur aus immer eher etwas pessimistisch, weil ich sage, dann muss ich mich weniger ärgern am Ende, wenn ich schon ahne, dass es so kommt. Und ich glaube, ich fände tatsächlich so ein italienisches Modell eine gute Sache. Ich weiß, dass das mit großen Verlusten für meine eigene Institution verbunden wäre, aber im Sinne von Transparenz und Mitbestimmung fände ich es gut, denn, und jetzt komme ich auf das, was ich eigentlich sagen wollte, ohne deine Anmoderation zur Kirche oder deinen Schwenk zur Kirchensteuer. Ich glaube, dass dieses ganze Steuern ist Raubding und auch dieser Egozentrismus eine Reaktion sind auf eine sehr, sehr groß oder hoch doll gestiegene Komplexität der Welt. Dass man dann so ungefähr,
Worauf können wir uns noch verlassen? Ja, am ehesten kann ich mich auf mich verlassen, weil ich weiß ja, was ich tue. Und ne, jetzt wollen uns die Woken auch noch die Familie wegnehmen und so, die klassische Familie, das Letzte, was noch gilt. Nachdem sie uns schon sozusagen Gott, Staat und Vaterland weggenommen haben, gibt es ja gar nichts mehr, was einfach gilt. Jetzt auch noch die Familie. Und der Kreis, in dem man was kontrollieren kann, wird immer, immer, immer kleiner. Und in dem man abschätzen kann, wie Leute drauf sind. Der Kreis wird auch immer kleiner. Und ich glaube, deswegen gibt es so viel Egozentrismus auch. Und gleichzeitig werden die Verteilungskämpfe härter um die Ressourcen, die da sind. Wenn ich eben gesprochen habe von der Gruppe, die als Zentrum organisiert sein soll, ne? Also gegenüber dem Ich, was im Zentrum stehen soll, bin ich jetzt wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass jeder weiß, was seine Gruppe ist. Aber wenn ich dir jetzt gerade zuhöre, Jonathan, bin ich mir ja gar nicht mehr so sicher. Denn was ist, also die Gruppen werden ja in der Tat aufgebrochen. Früher war es so, du bist da in deinem Dorf gewesen, dann hast du da Schützenfest gefeiert, ne? Irgendwie hattest so eine Dorfmentalität, so. Wenn man es auf Stadt höher macht, irgendwie Köln gegen Düsseldorf und so weiter, dann du hast Rivalitäten, du konntest dich abgrenzen, dann hattest du deinen Nationalstaat, so, und das wird alles aufgebrochen. Erst sind die Dörfer aufgebrochen. Dann die Städte, dann die Nationalstaaten. Jetzt sind wir alle Europäer, nicht mehr Deutsche, ne? Also dann wird das immer noch erweitert und ne, wir müssen uns jetzt auch nicht nur europäisch organisieren, sondern Welt organisieren, weil wir in einer global organisierten Welt leben. Jetzt sagt der Alex auch noch, jetzt muss ich mich nicht mehr um mich kümmern, also um meine Leute, die ich jetzt hier so sehen kann, sondern auch noch für die, die noch gar nicht geboren sind, ne? Also selbst da habe ich gar keinen Bezug zu. Wer soll das denn sein? Ne, also, das ist alles so ein bisschen, da könnte was dran sein, oder Alex? Total. Mir fällt auch ein Spruch ein, den mein Vater immer sehr gerne gesagt hat. Nicht der Besserwessi-Spruch, den hat er auch gerne gesagt, sondern der Spruch, wenn alle an sich selbst denken, ist an alle gedacht. Ja, das ist ja quasi dieses, ich denke erstmal an mich und man selbst ist sich am nächsten, diese ganzen Sprüche, wir kennen sie ja. Also ich kenne sie zumindest. Und da ist auch so ein nicht pessimistischer, aber zynischer, so eine zynische Realität drin. Ja. Und Jonathan hat gerade was gesagt, die Welt wird komplexer. Glaube ich gar nicht. Die war es schon vorher. Es wird mehr. Ja, okay, jetzt vor 40 Jahren hatten wir 2 Milliarden Menschen weniger auf der Welt oder Pi mal Daumen, ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf. Es sind halt mehr geworden. Aber wir als Menschen waren ja auch vorher schon komplex. Wir hatten halt nur nicht so viele Möglichkeiten, diese Komplexität zu reflektieren oder uns darüber auszutauschen. Das Internet hat das vieles ermöglicht. Und dann musste man nicht so viel verstecken oder hat sich nicht nur mit dem zufrieden gegeben, was die Dorfgemeinschaft eben so mehrheitlich angeboten hat. Und diese Entwicklung, die sich daraus ergeben hat. Ich glaube, das ist ein Stück weit, ja, ich kann mich jetzt erstmal mit mir auseinandersetzen. Ich mache das auch ausgiebig. Ob das jetzt Self-Care ist oder Selbstoptimierung oder die 12. Coaching-Session zu was auch immer für ein Thema. Aber es gibt, glaube ich, und dann gibt es auch so ein schönes Modell. Ich weiß nicht, haben wir Shownotes, Quali? Können wir da Sachen reinpacken? Es gibt die Möglichkeit für Shownotes, ja. Ja, vielleicht können wir da das reinpacken. Es gibt nämlich Spiral Dynamics, so ein Modell, wurde in den 90ern entwickelt, eigentlich für Unternehmen, haben sich dann aber Politiker geschnappt. Also auch die ganz Großen haben sich das Ding geschnappt, weil das eine individuelle, aber auch gesellschaftliche, weil Gesellschaft sind ja aus Individuen zusammengebastelt, Entwicklung relativ gut erklärt, wie ich auch finde. Ich bin auch sehr begeistert von. Und der Aspekt von diesem Modell, der uns jetzt interessieren soll, ist, dass es immer eine Abwechslung gibt von
ich fokussiere mich jetzt erstmal auf mich. Ganz am Anfang ist das Ich und mein Überleben. Damit fängt das Individuum an und auch die Gesellschaft, die animalische ja auch. Erstmal fressen, erstmal schlafen, erstmal vermehren. Und dann kommt danach der erste gesellschaftlich fokussierte Entwicklungsschritt, wo ich mich dann auch um mich und meine Ahnen kümmere und um mich und meinen Nachwuchs. Und also ich werde immer noch mitgedacht. Der Entwicklungsschritt ist nicht weg. Der bleibt da. Und da kommt noch eine Schippe drauf. Und dann merke ich, okay, jetzt geht es mir und der Gesellschaft wieder gut. Jetzt gucke ich erstmal wieder auf mich und mache da den nächsten Entwicklungsschritt weiter. Das haben wir ja bei Teenagern auch. Die rebellieren dann mal ein bisschen und sind sehr auf sich fokussiert. Und manche bleiben da, andere gucken vielleicht auch wieder auf die Gesellschaft und orientieren sich in die Richtung weiter. Und das geht immer und immer weiter. Und auch dieser ökologische Aspekt, dieser Fokus auf die Umwelt, die einen umgibt, ist auch ein Entwicklungsschritt, der jetzt eben mehr und mehr auch in der Mehrheitsgesellschaft ankommt. Und danach kommt noch einer. Und laut diesem Modell gibt es dann auch noch einen, also weil sich das ja immer weiterentwickelt, den wir noch gar nicht kennen. Und das ist vielleicht auch was, was viele, glaube ich, oder was ich auch ein Stück weit selbst lange vernachlässigt habe, dass die Gesellschaft, die wir ja aktuell haben, auch in Entwicklung ist und wir als Menschen in Entwicklung sind. Nur weil jetzt uns jetzt gut geht, heißt es nicht, dass es immer so weitergehen wird oder muss. Haben wir jetzt ja schwererweise auch durch den Krieg in der Ukraine mitbekommen. Oder die Klimakrise. Ja. Worauf ich hinaus will, ist, diese Abwechslung von egozentrisch und solidar fokussiert scheint wohl ein Prozess zu sein, den man auch irgendwie erklären und nachvollziehen kann. Ich habe da jetzt eine interessante Sache rausgehört, und zwar, dass man das Ego quasi auch, gerade wo du das mit den Teenagern als Beispiel genannt hast, da kam mir das so auf, dass man ein festes Ego braucht, um in der Gruppe und in der Gemeinschaft, in der Solidarität zu anderen überhaupt agieren zu können. Denn wenn ich nicht weiß, was ich bin, kann ich mich auch nicht in einer Gruppe vernünftig bewegen. Und ich finde auch gerade da, wenn wir jetzt auch wieder ein bisschen religiöse Themen irgendwie rüberziehen, da kann Jonathan vielleicht gleich nochmal was dazu sagen. Es gibt ja sowas wie, gibt ja Gebote im Christentum und in anderen Religionen. Und im Christentum gibt es das Doppeltgebot der Liebe. Und waren wir eben schon mal ganz kurz, irgendwann haben wir angeschnitten. Das heißt auch, liebe deinen Nächsten, das kennen wir alle, ne? Liebe deinen Nächsten. So, aber du hast meistens vergessen, wie dich selbst. Also ich brauche eine Selbstliebe, ich brauche eine Definition meines eigenen Egos, und ich brauche eine gesunde Beziehung zu mir, bevor ich die Liebe nach außen geben kann. Also Jonathan kann das vielleicht noch mal irgendwie anders mal erklären. Ich würde da nur noch mal kurz einhaken und sagen, das ist so wichtig, Quali. Nämlich auch, dass das immer im Zusammenspiel passieren soll. Klar, ich brauche eine Liebe für mich selbst, damit ich was geben kann und darüber hinaus nicht mich selbst wieder vergesse. Das finde ich so ein wichtiger Punkt. Ja, und beim Christentum kommt noch Gott dazu, also das ist der dritte dann, den man sich auch noch lieben soll, aber ja. Ja, jetzt sage ich mal zu dem Atheisten, Amen, Bruder! Ja, ich finde, wo du Gebote sagst, das finde ich ganz spannend. Es wird ja immer so geframed, als sei sozusagen alles, was Spaß macht, verboten, so ungefähr. Die Verbotskultur. Genau, Verbotskultur ist ja auch so ein Unwort aus der Ecke eines komischen, verstümmelten Liberalismus. Der Punkt ist, wenn man sich diese Gebote anguckt, also jetzt die biblischen Gebote im Alten wie im Neuen Testament, dann sind das Gebote, die das Zusammenleben einer Gesellschaft oder einer Sippe möglich machen. Also am schönsten ist das immer bei dem Gebot, dass man die Eltern ehren soll.
Das hat man Konfis Jahrzehnte, Jahrhunderte lang erklärt mit dem, macht das, was eure Eltern euch sagen. So ist es aber im Text gar nicht gemeint, sondern es ist gemeint mit versorgt eure Eltern, wenn sie so alt sind, dass sie sich nicht mehr selber versorgen können. Das ist für mich immer jenseits von, du Das sollst nicht erste Rentensystem oder so, ne? Ja. ja, im Prinzip, genau. Und ich mache das oder habe das häufig gemacht, wenn ich 10 Gebote im Konfirmandenunterricht behandle, dann schreibe ich die groß auf Umzugskartons. Und lasse dann immer die Konfis, die nach Wichtigkeit sortieren. Das Wichtigste muss ganz nach oben. Ich habe das von meinem Ausbilder. Der wird morgen in den Ruhestand verabschiedet. Und er sagte mir vor 8 Jahren, er mache das schon ewig und er habe es noch nie erlebt, dass bei einer Gruppe "Du sollst nicht töten" nicht ganz oben war. Es war allen das Wichtigste. Also es gibt diesen Solidaritätssinn, der eben darauf ausgelegt ist, dass die Gesellschaft bestehen bleibt in irgendeiner Form. Und was man aber auch immer wieder merkt, ich lese danach auch immer eine Geschichte vor, wo es erst ganz am Ende zu einem Mord kommt. Und schon vorher passieren ganz viele andere Sachen. Und immer wenn ein Gebot gebrochen wird, sollen die Konfis eins rausnehmen. Schon lange vor dem Mord bricht die ganze Pyramide zusammen. Immer, egal wie sie aufgebaut ist. Das ist eben auch, also dass es sozusagen nicht immer erst zum Schlimmsten kommen muss, damit eine Gesellschaft nicht mehr funktioniert oder eine soziale, irgendwie geartete und sortierte soziale Ordnung. Das muss ja gar nicht die Gesellschaft sein, kann ja auch die Familie sein oder so. Das sind so zwei Dinge, die mir dazu einfallen. Das ist übrigens auch die Grundlage dafür, warum es in der Bibel Gebote gibt gegen Homosexualität. Weil die aus einer Zeit stammen, in der man in einer Stammeskultur lebte, wo Homosexualität die Gemeinschaft gefährdet hat. Weil wenn du homosexuell warst, konntest du nichts dazu beitragen, dass die Gemeinschaft sich stabilisiert und weiter wächst. Deswegen ist es verboten. Heutzutage macht das überhaupt gar keinen Sinn mehr, weil wir leben nicht mehr in einer Hirten-Stammgesellschaft und es ist völlig egal. Ne? Also, du bist keine Gefährdung mehr für die Gesellschaft, wenn du homosexuell bist. So wie du das vorher für so eine Wander-Hirten-Gesellschaft warst. Und deswegen macht dieses Gebot null Sinn für heutiges Zusammenleben. Ne? Also nur so Randeffekt. So. Ich finde das auch, also dass diese ganzen Regeln als, ich sag mal, Zement für ein gesellschaftliches Zusammenleben von damals hervorragend waren. Ja, achte deinen Nachbarn, töte nicht, pass auf deine Eltern auf, den ganzen Spaß. Großartige Geschichten. Andere Religionen haben es ja ähnlich gehandhabt, auch Regeln, die für deren Situation zu den entsprechenden Zeiten Sinn gemacht haben. Zumindest habe ich mir das mal so hergeleitet, ohne dass ich jetzt tiefgreifende Analysen gemacht habe, so als Ungläubiger, der ich bin. Was ich aber jetzt gerade so für mich als Erkenntnis mitgenommen habe, ist, jetzt fehlen ja die gemeinsamen Regeln, auf die sich eine Mehrheitsgesellschaft in Deutschland geeinigt hat. Ne, Jonathan, du hast es eben angesprochen. Damals, als die Kirchensteuer eingeführt wurde, waren halt 99% der Leute auch Christen. Die waren damit d'accord. Die hatten auch alle die gleichen Regeln, haben sich auf irgendwas geeinigt, lief. So, und jetzt, ob das nun die Kirchenskandale sind, die Kirchenaustritte und Glaubenszweifel gesät haben oder der Austausch über die Dorfgrenzen und Landesgrenzen hinweg, der Fokus und auch zeitliche Bedarf
für andere Sachen außer Religion und Gesellschaft, ne? Die Hobbys, die ja immer mehr Zeit auch einnehmen, der Fokus auf die besuchte Familie und nicht die geborene. Da gibt es halt keine einheitlichen Regeln mehr, die sich in der Großgesellschaft wiederfinden. Auch wieder dieser, ich fokussiere mich erstmal auf mich, weil da draußen keine Ahnung, was mich erwartet. Ja, ist auch noch so ein Aspekt, der mir jetzt gerade gekommen ist. Ja, genau. Also man hat ja immer noch dieses Grundgesetz-Ding, ne? Also das war ja jetzt auch die letzten Jahre ja auch immer noch so irgendwie gerade in dieser Corona-Zeit, wo es dann irgendwie um diese Impferei ging. Da war das ja auch immer, wir rufen uns auf unser grundgesetzlichen, auf die, das sind die Regeln, auf die wir uns hier einigen, ne? Schwierig, ne? Ja, aber du, wenn das Verfassungsgericht auch sagt, ihr müsstet da mal ein bisschen mehr Richtung Klima machen und das ignoriert wird, Ja, dann genau. Mhm. schwindet auch da das Vertrauen langsam, ne? Ja, zweierlei Dinge. Ich würde auch sagen, wir haben eine in Deutschland und Europa geltende Rechtsordnung, dass sie nicht mal eingehalten wird, ist traurig, aber dafür ist sie ja auch da. Aber in der Tat, Alex, du hast das mit dem Klima gerade gesagt, da kommt sie natürlich an Grenzen, wenn dann als Sanktion feststellt, dass irgendjemand anders einen bösen Brief schreibt, in dem drin steht, wie böse er ist. Es gibt diese wunderbare Szene in dem Film Team America. Bringt Hans Blix so einen Brief zu Kim Jong-il. Und der singt I'm so lonely, nachdem er den Brief nicht gelesen und Hans Blix ins Haifischbecken geworfen hat, der da drin von den Haien gefuttert wird. Das ist das eine. Das andere ist, in einer pluralistischen Gesellschaft muss man natürlich die Regeln, die in einem bestimmten Fall oder in einer bestimmten Gruppe gelten, immer wieder neu ausdiskutieren. Und jetzt komme ich wieder zu meinem Einwurf mit der Komplexitätsreduktion. In Zeiten, wo Populisten meinen, man könnte noch schwarz-weiße, einfache rein drinnen draußen Argumente bringen, um irgendein Problem zu lösen, verweigern sich natürlich Leute, die populistisch denken, verweigern sich diesen Diskurs und sagen, wir setzen hier Regeln, an die muss man sich halten. Und das halte ich für eins der größten Probleme überhaupt in dieser Gesellschaft. Dass es viel zu viele Leute gibt, die meinen, viel zu einfache Antworten auf hochkomplexe Fragen geben zu können. Ja, und diese Vereinfachung der Sachverhalte, auf die dann da Antworten gesucht werden, geht ja meistens zu Lasten derer, die wenig Macht haben, wenig Mitspracherecht oder auch einfach nicht gehört werden wollen von denen, die schon eben diese Machtposition innehaben. Und ich habe auch während der Pandemie so einen schönen Spruch gelesen, dass sich ja eine Demokratie oder auch moderne Gesellschaft auch daran messen sollte, wie sie mit den Schwächsten umgeht. Ob das nun die Vorerkrankten sind oder die Akuterkrankten oder andere Menschen, die in anderen Sachverhalten, die jetzt eben nicht pandemierelevant sind, auch machtloser sind oder weniger mächtig. Armutsbetroffene, Nicht-Weiße, ja, die werden eben in den Strukturen entsprechend nicht berücksichtigt. Und wenn ich das alles vereinfache, kommt ja gerade bei den Populisten häufig eben diese weiße, heteronormative Antwort bei rum, die ja einfach mal mindestens ein Viertel der Gesellschaft ignoriert. Also jetzt mal konservativ geschätzt. Ja, und da stößt halt dann der Egozentrismus auch an eine Grenze, wo es dann gefährlich wird. Also wenn ich nur sage, was habe ich davon, wenn jetzt zum Beispiel ich, keine Ahnung, was ist nochmal ein gutes Beispiel, GEZ-Gebühren bezahle. Ich schaue keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das sind eh alles, ne? Hier Beschimpfung XY einfügen. Und verliere aber, weil ich das auch vielleicht auch das Wissen darum nicht habe, verliere den Blick aus dem Augen, dass es gar nicht darauf ankommt, ob ich das konsumiere, was da angeboten wird von meinem Geld, sondern ob dafür auch Sachen geschaffen werden, die für Leute
höchst relevant sind, nämlich Informationen zum Beispiel für Sehbehinderte, Informationen für Gruppierungen, die sonst nicht ganz schwer an Informationen rankommen. Oder wenn wir nochmal bei Steuern bleiben, eben auch Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel, die so gemacht werden, dass sie eben auch für die für beeinträchtigte Menschen irgendwie Möglichkeiten geben, dahin zu gehen. Ne? Und das wird, da stößt der Egozentrismus dann an einen Punkt, wo er gefährlich wird, weil wenn ich das nicht mehr mache, also wenn ich dann nicht mehr drum überlege, vielleicht, also ich werfe das keinem vor, weil vielleicht wissen das viele Leute gar nicht, aber ich sehe nur die Sportschau, die gucke ich nicht und ein Tatort erst recht nicht und dann brauche ich das. Warum ist das, warum soll ich denn diese Zwangsabgabe noch machen, ne? Irgendwie. Spätestens bei Sendung mit der Maus konnte man sich dann immer darauf einigen, okay, das dann doch war ganz gut, wobei die jetzt ja auch unter Beschuss gegangen ist. aber nichts ist mir sicher, ne? Kann man eben auch schon, weil, ja, Jonathan. Ja, Alex, du sagst aber was ganz Richtiges. Der Spruch von deinem Opa mit jeder denkt an sich, dann ist an jeden gedacht, geht ja davon aus, dass jeder Mensch in der Lage wäre, für sich zu sorgen, wenn er an sich denkt. Korrekt, ja. Also von der Gleichheit aller aus, die faktisch überhaupt nicht gegeben ist. Und zu den benachteiligten Personen, das finde ich ganz interessant, schon in, also in ganz frühen sozialethischen Texten des Alten Testaments gibt es die sogenannte prophetische Trias. Da weisen die Propheten immer darauf hin, auf wen man achten sollte, nämlich auf drei Gruppen, auf Fremde, auf Witwen und auf Waisen. Das waren damals die drei Hauptgruppen derer, die gesellschaftlich versorgungsmäßig durchs Raster fielen. Und je nach Schätzung, wie alt diese Texte jetzt sind, zwischen 3000 und 2000 Jahren, da differieren auch die Forschungen je nach Perspektive und so weiter. Aber schon so früh wurde den Leuten immer wieder gesagt, achtet auf die, die nicht in der Position sind, für sich selbst sorgen zu können. Das ist euer Auftrag. Aber andererseits, auch schon damals mussten die Leute immer, immer, immer wieder daran erinnert werden, das auch zu tun. Also der Konflikt ist biblisch gesprochen so alt wie die Menschheit selbst. Ja, dann werden wir wohl auch nicht rauskommen aus diesem Konflikt. Ja, aber ich finde, das ist dieses dran erinnert werden, ist so ein guter Punkt. Weil wir wurden ja jetzt gerade während Corona auch wieder ganz viel dran erinnert. Und viele haben das ja auch aufgesogen schon fast, weil auch das viel Positives mit sich bringt. Ne? So ein schönes Feedback miteinander, das ganze Soziale, das gerade auch während Corona ja gesucht wurde. Aber auch das ist für viele, glaube ich, was Neues gewesen. Mal wieder selbstlos für andere was tun. Es gab diese schönen Nachbarschaftshilfen mit, ich gehe dann für die älteren Menschen in meiner Umgebung einkaufen, biete das auf eBay Kleinanzeigen oder anderen Plattformen an. Das habe ich selbst so schon lange nicht mehr gesehen, dass sowas gemacht wird. Finde ich einen guten Twist, weil das habe ich nämlich auch beobachtet, dass das solidare Handeln gerade in der Corona-Zeit einen Hochlauf gekriegt hat. Und ja, es gab auch wieder Zeit zum Reflektieren und man hat gesehen, was mit der Welt passiert und wir wurden ja alle irgendwie, wir haben ja alle das gleiche Trauma jetzt durchgemacht. Auch eine schöne Grundlage eigentlich für zukünftiges Handeln, aber ja, manche haben halt Mauern gebaut, wortwörtlich, statt Brücken in der Zeit. Dabei dachte ich eigentlich, nachdem ich gerade auch Independence Day gesehen habe, wenn da so ein Alien-Angriff kommt von einem nichtmenschlichen Wesen, dass wir als Menschheit zusammenwachsen. Und dann kommt so ein Virus und sagt mir, nee. Aber ja, es gab Momente. Es gab Momente. Jetzt habe ich meinen Gedanken verloren.
Also ich find den Gedanken jetzt auch mal mit Blick auf die Uhr, wenn wir so langsam Richtung Ende gehen, nochmal darauf hinzuweisen, dass es ganz viel Solidarität da draußen halt auch gibt. Dass vielleicht auch der Eindruck ein bisschen täuscht, dass irgendwie alles so komplett irgendwie den Bach runtergeht, was das Denken an andere angeht. Wir haben ja jetzt gerade auch irgendwie ein bisschen versucht herauszufinden, warum und wie und auf welcher Basis so Gesellschaft funktioniert. Und vielleicht sind wir, was heißt vielleicht, ich bin der festen Überzeugung, wir sind jetzt gerade in einem, wie würde das der Bundeskanzler sagen, in einer Zeitenwende, ja, in der sehr, sehr viel sich ändert und viel Gewohntes nicht mehr da ist, dafür anderes ganz stark herausblüht geradezu. Also der Vergleich zu bestimmten Szenen irgendwie mit den Regenbogenfahnen, der hinkt ja noch nicht mal, weil es wirklich die Gesellschaft wird so bunt und so vielfältig, wie sie noch nie war. Also, ne, ihr wisst, was ich meine. Total. Und da stecken so viele Chancen drin. Und wir müssen nur aufpassen, ne, Jonathan, daran erinnern, dass wir die Grundsätze nicht aus den Augen verlieren, auf wie das alles funktioniert, ne? Also es stimmt. Es ist ja nicht nur Corona gewesen, wo viel zusammengewachsen ist, ne? Black Lives Matter Bewegung hat ja die komplette USA und auch große Teile der Welt zu Recht bewegt und aufgerüttelt. Die Klimabewegung hat einen Fahrtwind bekommen, ohnegleichen, seit Greta als kleines Mädchen vor der Schule, nicht vor der Schule, die Schule protestiert hat, vor dem Regierungsgebäude dort. Also da kommt immer mehr. Die Menschen nehmen auch diese Handlungsspielräume wahr, um füreinander da zu sein und für die Bereiche einzustehen, wo sie denken, dass es wichtig ist und wo es häufig auch wichtig ist. Und dann sind natürlich auch noch Institutionen, die früher halt den Halt und der Gesellschaft untermauert haben, wie die Kirche, Jonathan, ne? Jetzt auch gefragt, nicht nur an ihrer Machtstruktur festzuklammern und zu sagen, das war früher so, das war so, das ist so, das bleibt so, sondern sich diesen Veränderungen halt ja nicht zu unterwerfen, aber sich da kreativ hineinzustürzen, so kopfüber einmal einen Körper reinmachen und gucken, was man mitnehmen kann und wo man diesen Prozess begleiten kann. Ich würde mir ja wünschen, dass Kirche da noch, also ich mag es eigentlich überhaupt nicht von Kirche ohne Artikel zu sprechen, weil genauso wie der Staat wir alle sind, sind auch die Kirche alle einzelnen Leute oder alle einzelnen Gemeinden. Die Gemeinschaft der Gläubigen, ja. Ja, ich sehe einfach, dass da genau wie beim Staat und in den Köpfen von vielen Leuten, weil es eben die Köpfe vieler einzelner Leute sind, ist es auch noch ein großer Weg weg von weißer männlicher Heteronormativität hin zu wirklicher Diversität und damit auch Solidarität und nicht mehr wegreden von Erfahrungen, die ja auch gemacht werden. Eine Kollegin von mir aus Wuppertal, die hat ein Buch geschrieben, Warum ist Jesus weiß geworden? Ich weiß tatsächlich, also ich weiß nicht, wie man ihren Nachnamen ausspricht. Aber da erwische ich mich selbst so, dass ich mich da nicht informiert habe, wie man das tut. Die hat ein Buch geschrieben, Warum ist Jesus oder wann ist Jesus weiß geworden? Weil Jesus war natürlich kein weißer Mann, wie er aber überall dargestellt wird. Und was heißt das für Rassismus in Kirchen zum Beispiel? Das ploppte bei mir gerade noch mal auf. Und da denke ich mir, ey, der Weg ist so, so, so weit, da drauf zu gucken, was das eben für den Staat heißt, was das für Kirchen heißt, was das für Vereine heißt und so weiter. Also,
Der Weg ist weit. Ich wünschte mir, wir wären da schon weiter. Ja, und der Weg ist vor allen Dingen auch schwierig und ich glaube auch gepflastert mit ganz vielen Dornengestrüppen. Also es tut weh, Gewohntes wegzulassen. Ich merke das immer wieder an gerade aktuellen Diskussionen und man merkt es auch irgendwie so, dieses Abschotten, so nein, das darf doch jetzt nicht auch noch schlimm sein. Ne? Dieser Gedanke, der kommt auch mir und da kommt ganz vielen Menschen. Aber ich finde das gut, dass es irgendwie dass es da aufgebrochen wird und dass man mal drüber nachdenkt. Allein schon das Beschäftigen mit der Thematik, auch wenn man vielleicht nicht 100% mitgehen kann und auch Wertschätzung vielleicht für das vermisst, was früher war, heißt ja noch lange nicht, dass das, was kommt, schlimm ist. Oder das, was gefordert ist, schlimm ist, sondern im Gegenteil. Und von daher offen bleiben. Ne? Ja. Ich finde, das ist einer dieser Kernaspekte, der sich auch in unserer heutigen Themenfrage widerspiegelt. Und den wir auch schon ganz häufig angesprochen hatten. Welche Gruppe gehöre ich denn zu? Und wie definiere ich richtiges Handeln in einer Gruppe? Und wie gehe ich mit den Definitionen für richtiges Handeln von anderen Gruppen um? Möchte ich mich damit auseinandersetzen? Und kann ich dadurch vielleicht sogar auch was lernen über mein Handeln und meine Definition von richtig? Und um jetzt mal auch ein schönes Schlusswort von mir langsam einzuläuten, das sollten wir wieder viel, viel mehr machen. Gerade wieder mit diesem Fokus, was wir schon vorhin angesprochen hatten, dass wir ja alle Menschen sind, die wir hier auf dem Planeten leben. Dass unser einziger Planet ist, den wir haben. Und dass wir alle dasselbe Leben zur Verfügung gestellt bekommen. Ne, von Anfang bis Ende. Mehr haben wir nicht. Und dann einfach auch mal auf andere Gruppen zugehen, miteinander reden. Die haben auch Corona durchgemacht. Leben auch jetzt in brütender Hitze seit Wochen und haben sonst auch andere Probleme. Ob das nun Herzschmerz ist oder vielleicht auch Hunger aktuell. Und da kann man zusammenwachsen, auch wenn es kleinere Probleme sind als eine Pandemie. Die sind nicht weniger relevant. Man muss halt nur aufeinander zugehen und offen sein dafür auch, vielleicht kurzen Schmerz zu erfahren, dass die eigenen Definitionen und Vorhaben und auch vielleicht vergangenen Handlungen nicht ganz so toll waren. Ja, und wenn ihr euch da draußen eine neue Gruppe gesucht habt, in der ihr euch wohlfühlt und die ihr für euch definiert habt mit allen Regeln und allen Zukunfts- und Vergangenheitsperspektiven, dann achtet doch mal darauf, ob diese Membran, die die Gruppe umgibt, durchlässig ist. Das ist, glaube ich, auch noch ein ganz guter Tipp. Weil wenn sie nicht durchlässig ist, wird eure Gruppe früher oder später zugrunde gehen. Weil niemand von außen Einsicht bekommen kann an das, was ihr tut und was euch wichtig ist. Und dann kommt auch schnell Stillstand. Und auch kein, also ich habe jetzt gerade zu viel das Leid und die Probleme angesprochen. Sobald man miteinander agiert und das Problem angeht, kommt ja das Schöne. Da kommt die Solidarität. Ja. Da kommt die Solidarität. Das Miteinander und das Arbeiten an was Größerem als das, was man in der Einzelheit ist. Und das gilt für kleinere Gruppen genauso wie für Personen. Und, um mal den wissenschaftlichen Aspekt noch reinzubringen, die komplette Glücksforschung sagt, dass das eine verbindende Element ist, das einen auf jeden Fall am Ende des Lebens am meisten rausstechen wird, was einen glücklich gemacht hat. Das Miteinander. In welcher Form auch immer. Ja, auch ein starker Aspekt von Gruppierungen. Ja. Ja, wir sind am Ende unseres Podcasts angelangt, aber ich entlasse euch nicht ohne unsere Podcast-interne Frage am Ende der Session.
Wir sind ja alle Rollenspieler, das wisst ihr da draußen hoffentlich, wenn ihr das hier hört. Und was hat das ganze Thema denn mit Rollenspiel zu tun? Also ihr könnt jetzt nicht sehen, aber der Alex hat mir eben hier schon den Chat vollgeballert mit interessanten Rollenspielbezug zum Thema. Dann gebe ich die Frage doch einfach mal ab an dich. Ja, gerade im Rollenspielkonzept, wir suchen uns ja Gruppen. Und innerhalb dieser Gruppen suchen wir uns nochmal Gruppen, damit wir zusammen spielen können. Und also wenn das nicht ein großartiges Beispiel dafür ist, wie wir auch ein Miteinander suchen, dann gibt es ja Gruppen, in denen Einzelne unabhängig von der Gruppe agieren. Wir kennen sie als Edgelords oder Min-Maxer, die halt nur ihren Charakter im Fokus haben. Und diese beiden, das sind wirklich Extreme. Ja, die harmonieren ja auch nicht so wirklich. Und so eine Gruppe aus Edgelords und einzelfokussierten Min-Maxern, kann die funktionieren? Also ich würde das jetzt mal in Frage stellen. Wie sieht er das denn? Kommt sehr auf den Spielstil an. Also wenn es jetzt um einen D&D Dungeon Crawl geht, dann bestimmt super. Wenn es darum geht, irgendwie coole Gespräche und schöne Situationen innerhalb der Gruppe also rollenspielerisch auszugestalten, dann würde ich sagen eher weniger. Ich würde sogar sagen, im D&D Dungeon Crawl kann das auch nicht funktionieren. Also vielleicht, wenn alle das sind. Aber sobald ein einziger dabei ist, der es nicht ist. Aber auch wenn es alle sind, dann ist es auch sehr speziell. Weil es gibt ja bestimmt ein, also ich kenne mich so gut, kenne ich mich in die nicht aus, dass der Alex viel schulter als ich. Aber es gibt bestimmt dieses eine mega krass Damage-Konzept oder so. Gibt es in fast allen dieser Art Spielen. So, und wenn alle sagen, ich möchte jetzt meinen Fokus, also mein Ego sagt, ich möchte Damage machen, dann wählen alle Egozentriker in dieses eine Konzept. Und dann kommt dann der Gegner daher, der, keine Ahnung, die Tüpfelchen was anderes braucht. Vielleicht dann den magischen Aspekt, den aber keiner gewählt hat. Und weil alle auf Damage gegangen sind. Und dann haben wir schon ein Problem, ne? Ja, oder es gibt auch ganz wenige Edgelords, die Kleriker werden. Mit Heilung und Support und so. Sage ich jetzt mal. Ich habe da, die meisten sind irgendwie immer Schurke, Assassine, Eldritch Knight oder so und machen sich selbst stark und kümmern sich nicht so um die anderen. Und ich finde halt, dass da gerade im Bereich D&D wenig Support gegeben wird vom Regelsystem. Und die ganzen neuen Regelsysteme fangen das gut ein. Und ich habe das Gefühl, dass das sehr gut aufgenommen wird. Also auch von mir und Menschen um mich drumherum. Bei Coriolis muss man ein Gruppenkonzept erstellen, bei Cortex Prime auch. Also da wird sehr viel Handwerkszeug jetzt neu entwickelt und an die Menschen weitergegeben, weil man da auch irgendwie ein bisschen Unterstützung gern haben kann. Ja, ich finde auch so Systeme, die auch die Gruppenbeziehungen in den Fokus rücken und ist Teil der Charaktererstellung ist, dass man seine Bezugspunkte zu einem anderen Charakter mitdefiniert. In der Vampire 4.5 ist das jetzt auch gerade sehr schön gelöst, zum Beispiel. Ich finde, das spiegelt ja genau das wider, was wir heute gesagt haben, dass man irgendwie versucht, so seine Gruppe und wie die Gruppe funktioniert zu definieren. Und ja. Wie ist das bei Shadowrun, Jonathan? Gibt's da schon solche Ansätze? Oder ist man da eher so der Runner, der doch auf sich selber guckt? Also, ich spiele ja eine sehr, sehr alte Shadowrun-Version. Ich spiele ja Shadowrun 3. Da werden ja noch die einzelnen Leute quasi eingekauft. Also, so läuft das Ingame. Für der eine kann gut schießen, der andere kann gut zaubern, der dritte kann gut Heimlichkeit. Und man spielt ja auch nie Helden. Man spielt ja immer Anti-Helden und tatsächlich Schurken und eigentlich böse Leute, die das machen, um Geld zu verdienen und eigentlich nicht viel mehr. Jetzt in der neuesten Edition weiß ich, dass es das Konzept des Hooders zum Beispiel gibt. Also einer, der so ein bisschen sich seiner Straße angenommen hat
und was weiß ich, irgendwelchen irgendwie immer der alten Frau im Haus gegenüber hilft und der dann als, also sozusagen den Akzent darauf legt und man kann dann storymäßig sozusagen die Straße bedrohen und dann muss der darauf reagieren. Das ist jetzt auch regeltechnisch möglich, aber viele Leute sagen halt so, fühlt sich nicht mehr an wie Shadowrun. Sorry, wenn ich das immer so super deutsch ausspreche, aber ich habe das so gelernt. Ich gebe das nicht auf, für mich war das immer so. Du Deswegen gehörst zu der Gru zu dieser Gruppe. ja, genau, ich gehöre zu dieser Gruppe, die mal Shadowrun gesagt hat. Ja, also da müsste man jetzt den Michael Grassel fragen vom Schattenläufer. Der kennt sich in der neuen Edition deutlich besser aus. Früher war es überhaupt nicht so. Und das kann auch für eine Gruppe ganz schön frustrierend sein, wenn die dann einfach ihre Charaktere spielen und kaum als Gruppe agieren. Das ist dann auch nicht schön, unbedingt. Es gibt Leute, die wollen das so. Es gibt Leute, die wollen das überhaupt nicht so. Und wenn die dann zusammensitzen, wie eben schon, das ist einfach nicht erquicklich. Ist ja auch dieser klassische Rollenspielsatz, den, glaube ich, jeder schon mal irgendwo an einem Tisch gehört hat. So, mein Charakter macht das aber so. Schlimmste. Der ist halt so, der Charakter. Genau, der würde jetzt einfach alle abstechen und deren Gold klauen. Das ist völlig richtiges Rollenspiel, was ich hier betreibe. Da zerreißt es mich innerlich, ne? Ja, da können wir leider nicht ins Detail gehen. Da müssen wir irgendwie diese Diskussion müssen wir verschieben auf einen Rollenspiel-Podcast. Aber vielleicht nehmt ihr das mal als Anregung mit, diese paar Ideen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht da draußen, unsere wirren Gedanken zu Solidarität und Gesellschaft und Egozentrik nachzuverfolgen. Vielleicht hat es euch irgendwas gegeben. Hinterlasst uns doch irgendwie einen Kommentar oder irgendwie ein Feedback dazu. Wie steht ihr denn dazu, zur Solidaritätsgemeinschaft, zu euren Gruppen, wie seht ihr die Gesellschaft, wie sie sich entwickelt? Wo struggelt ihr zwischen Solidarität mit anderen und Egozentrik für euch selber? Struggelt ihr überhaupt oder meint ihr, das ist überhaupt gar kein großes Problem? Und welche Regelsysteme sucht ihr euch irgendwie raus, die euch Halt und Funktion geben in eurem Leben? Das würde uns mal interessieren, so als Feedback. Und ich weiß, es sind viele Fragen, aber pickt euch die raus, die euch am besten gefällt. Ich würde sagen, wir sehen und hören uns, wir hören uns, ne, wir sehen uns gar nicht. Wir hören uns im nächsten Monat wieder, dann zu einem völlig anderen Thema. Und wenn ihr Themen da draußen habt, die ihr sagt, irgendwie besprecht die doch mal oder ich habe da was, ich kann da auch gerne mal mitmachen, mit euch quatschen. Ich wollte schon immer mal mit Alex oder Jonathan sprechen. Dann immer herzlich willkommen. Join us. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.